Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich stehe hier mal auf meinem Haus. Ich habe hier auch schon mal eine kleine Poolanlage angelegt. Der Wall ist soweit fast fertig. Der geht einmal hier ringsherum. Nur noch die Seite fehlt ein bisschen was. Ich habe auch schon zwei kleine Türmchen eingebaut. Kann ich euch auch mal gleich mal zeigen. Auch schon mal ein bisschen Ausleuchtung drin. Jetzt sind wir runter. Ja. Also erstmal hier rausfinden, oder? So, hier habe ich auch mal versucht, einen kleinen Farmwald mit anzulegen. Wird auch demnächst was Größeres werden. Ja, ich baue zurzeit auf jeder Ecke so einen kleinen Aussichtsturm, dass ich dann da hinten steht auch noch einer, dass ich da ein bisschen Überblick habe über das ganze Land, falls dann doch mal eine kleine Horde oder sowas hier kommt. Aber das mache ich mit ein paar reinen Spikes hier nur. Oben mache ich das Ganze schön mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen Geländer. Grasballen hinlegen. Wir werden auch gleich hier oben sehen, wie ich das schön angefangen habe. Hier mit ein bisschen, dass das alles schön aussieht. Aber viel, viel wichtiger, ich habe heute mal eine kleine Tour wieder unternommen. Und was habe ich da gefunden? Endlich mein Messschieber. So, den werde ich auch gleich mal in der Forge mitbringen. Dass ich da, ja, geht auch gut. Dass ich endlich Munition selber herstellen kann und nicht darauf angewiesen bin, was zu finden. Ja, jetzt kann ich die verschiedensten Sachen eben selber nutzen. Kann ich mal gleich mal hier gleich was mitnehmen. Ein bisschen Holz zum Verbrennen. Dann rauf's aufs Minibike. Dann ab durch die Tunnel lernen hier. Ja, komm. Also zum Glück bin ich hier noch nicht rausgepackt bei so einer Aktion. Das. So, ich glaube, das rechte. Ganz genau. War es gewesen. Jetzt kann ich endlich Bullet Casings machen. Das ist natürlich enorm vom Vorteil. Ja, können wir auch gleich mal 500 Schaden machen. Das macht mich ganz happy hier. Weil, ja, wie gesagt, es hat 39 Tage gedauert, mehrfach die verschiedenen ganzen, wie nennt man es, Stiff Tools gelootet und da nie was gefunden und dann nachher in so einer ganz kleinen Fabrik, wo man auch von dem kleinen Gebäude unten drunter durchgehen kann, da habe ich es dann endlich mal gefunden. Da bin ich wirklich happy, warum ich eigentlich noch was drin habe. Ja. Reichen 25, 28, anschmeißen hier, das ist das durch den Stadtraum gehen, hier oben, mit 1, dass ich da noch
zumindest die, die Kühler reinschmeißen kann. Das wollte ich euch eigentlich nur noch zeigen, dass ich das endlich gefunden habe. Jetzt meine Munition selber herstellen kann. Und jetzt geht's eigentlich, will ich doch mal hoffen, weiter voran. Habe auch noch ein paar Waffenteile gefunden. Und dann kann ich mir mein Zeug selber zusammenbasteln. Und eigentlich so weit, zumindest auf den Bogen verzichten, mache nur noch Crossbow. Und dann muss ich mal gucken, auf was für eine Waffe ich mich spezialisiere. Bei Hunting Rifle hatte ich eigentlich noch nicht so weit gehabt und hatte immer nur die schöne Shotgun gehabt. Aber mal gucken, was ich nehme. Aber soweit dahin erstmal. Denn sage ich erstmal Tschüssi, bis später dann.